schon okay, R2. Du bleibst hier, okay? Das Imperium wird uns suchen. Ich muss wissen, warum ich. Und damit willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Battlefront 2. Und ja, wir haben gerade einen netten Bug gesehen. Wir sind gerade geflogen. Ich werde es auch extra drin lassen, weil ich das gerade sehr lustig fand. Das Spiel beginnt und was passiert? Wir fallen erstmal durch den Boden. Das Imperium wird uns suchen. Ich muss wissen, warum ich. Ja, ins ewige Nichts sind wir gefallen. Und ja, wir sind jetzt der gute Luke Skywalker. Der letzte Jedi, kann man so sagen, ne? Eigentlich, aber wir kennen ja die Wahrheit. Und müssen jetzt anscheinend herausfinden, was das Imperium vorhat. Und ich freue mich gerade sehr, mit einem Jedi zu kämpfen. Und ja, mal gucken, wie es sich so anfühlt. Wow, okay. Achso, das war's schon. Ich habe die schon erledigt. Okay, gut. Okay, so kann ich blocken, alles klar. Hallo. Ein Lichtschwert, so ist es. Aha. Sehr schön. Ich find's halt gerade komisch, dass ich nicht irgendwas machen kann, sondern wirklich nur mit. Sieht aus, als würde das Imperium auch etwas. Erstmal super, dass die Synchronstimme passend ist. Ja, dass wir wirklich nur mit dem hier angreifen können. Oder eben damit. Sehr gut. Oder eben damit. Auch nice. Aber jetzt mit X drücken, dass wir einfach so rumschleudern können. Ja, das ist schade, dass das nicht funktioniert. Autsch, autsch, autsch. Ah, verdammt. Luke Skywalker wurde auf Pilu besiegt. Wow. Der mächtige Skywalker. Okay, auf ein neues. Ja, erstmal richtig reinkommen, weil ich wünschte mir, mit X könnte man zumindest mit dem Lichtschwert, aber der macht es immer nur an, aus, an, aus. Wow. So, weg mit euch. Haust du ab. Und tschüss. Ach, okay. Ach, mit der. Ach, ja, gut, dann. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Sehr schön. Sieht aus, als würde das Imperium auch etwas suchen. Jawoll, endlich ein bisschen Action hier. Von wo schießen die denn? Ist hier oben noch einer? Hey, was willst du denn? Boah. Oh, verdammt. Ja, es fängt schon wieder gut an, ne? Wie gesagt, wir spielen auf dem, glaube ich, schwersten Grad. Ich weiß es jetzt nicht genau. Okay. Sehr schön. Kurz warten. Na, ja, das war klar. So, weg mit dir. Sieht aus, als würde das Imperium auch etwas. Aha. Okay. Jetzt kommen sie natürlich gleich alle angerannt. Die Frage ist halt, kann ich die Schiffe. Hey, haust du ab.
Ach, schade. Die Entfernung passt nicht. Oh nein, ich bin tot. Scheiße, nein. Ah. Gut, so blocken und dann angreifen, das finde ich sehr gut. Und das war jetzt auch schön gemacht. Schön mit dem. Ja, das ist schon cool. Mit der Musik dazu, perfekt. Und dann, wow. Okay, gut. Und da kommt die Verstärkung. Ja, Mann. Verstärkung in Action. Hallo, Verstärkung. Huah. Oh, verdammt. Wow. Das ist keine gute Verstärkung, Alter. Das ist nicht gut. Alter, der fliegt. Du Huhn. Ja, Mann. Hilfe. Na komm doch. Zack. Alter. Ne? Nee, jetzt hörst du mal auf hier. Nix ist am Ende. So. Nix ist hier am Ende. So. Dass ich die Schüsse nicht so blocken kann, dass ich ihn dabei treffe. Ich weiß halt nicht, ob es möglich ist, dass man vielleicht doch kontern kann und den Schuss abwehren kann. Also zumindest auf den Gegner zurückschleudern kann. Aber hier würde ich mir noch wünschen, dass das noch irgendwie so Doppelmove, so eine Rolle während des Springs. Ja, schon lustig. Aber naja. Ach verdammt. Imperiale Streitkräfte eliminieren. Ja. Huah. So, eliminiert. Warte mal, mein Guter, jetzt warte mal. Ah, sehr gut. Dürfte nur noch der eine sein, ne? Autsch. Du Mistkadu. So wollte ich das nicht. Was? So wollte er das nicht? Höhle durchsuchen. Wieso? Dass wir sie töten oder dass wir sie falsch getötet haben? Dass wir sie eigentlich hätten anders... Da unten ist etwas Unnatürliches. Hat mich das gerufen? Vielleicht war es doch mehr. Okay. Ach du Heilige. Ich bin wohl nicht der Einzige, der sich wünscht, das Imperium wäre nicht hier. Ja, aber ich ahne Schlimmes. Dass wir jetzt neue Gegner bekommen, die nicht nur... Ja. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist, was ich tue. Hey. Okay. Nein! Au! Hallo, wie komme ich da hoch?
Nein, 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 nicht schon wieder Granaten. Mann, Alter, immer diese Blendgranatenkacke. Ah, Hilfe, Hilfe, ich bin tot. Ah. Ich bin wohl nicht der Einzige, der sich wünscht, das Imperium wäre nicht hier. So. Sehr gut. Wo kann ich denn hier lang? Achso, da ist noch einer. Hallo? War ja nicht noch ein... Hä? Nee, lass das mal mit dem Blenden. Blenden ist uncool. Okay. Ah, sehr schön, sie kommen. Sie kommen. Und sie gehen. Was ist das? Was tut... Was? Muss ich jetzt auch so hoch klitschen oder was? Oder... Alter, jetzt hart. Aber wie muss ich das jetzt verstehen? Ja, das ach hey. Okay, alles gut, alles gut. Ah, ich geht, was ist das denn? Ich weiß, wer Sie sind. Warum helfen Sie mir? Weil Sie gefragt haben. Oh, shit. Ich kenne 100 Geschichten über die Jedi. Als Junge auf Coruscant fand ich sie unheimlich, aber sie... Kommen Sie. Wir müssen zusammenarbeiten, wenn wir hier raus wollen. Okay. Sie suchen also etwas. Ich auch. Anscheinend hat die Macht uns zusammengeführt. Na, was für ein Glück. Es ist immer mehr als Glück. Klar, die Macht. Haben Sie damit meine Männer erledigt oder war es Ihr Lichtschwert? Es tut mir leid. Dachte ich mir. Also, warum lebe ich dann noch? Die ließen mir keine Wahl. Sie schon. Ah ja, wir tun uns also jetzt mit dem imperialen Kämpfer zusammen. Den wir gerettet haben, okay. Gut. Aber wir wissen doch garantiert, er wird uns in den Rücken fallen. Also ich glaube kaum, dass er bis zum Ende mit uns zusammenarbeitet. Entweder wir werden gegen ihn kämpfen müssen, oder... Noch mehr Käfer! Geben wir uns gegenseitig Deckung, okay? Tja, ich habe wohl keine Wahl, oder? Nö, hast du nicht. Wo sind sie, die Mistviecher? Oh, da sind sie ja. Flatsch.
Ziel in sich. Wieso? Hier ist doch nichts. Wow. Was? Was war. Oh, hallo. Da. Warum greifen die Dinger uns an? Sie sind wütend. Wir sind hier die Eindringlinge. Ja. Sie mögen halt kein Imperium. Der Bernstein. Er ist wie Durastahl. Das Zeug wird fast sofort hart. Und zerspringt auch bei Kontakt. Es ist hier. Wir nähern uns dem Observatorium des Imperators. Darum sind sie also hier. Keine Sorge. Ich will es zerstören. Ah ja. So. Oh, das sieht nicht gut aus. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Ich ahne es. Moment. Das Observatorium ist geschützt. Wenn ich die Verteidigung nicht entschärfe, explodiert die ganze Höhle und begräbt uns. Mist! Was steckt in dem Bernstein? Ich lege das Terminal frei. Verteidigungsterminal freilegen. Okay. Hua. So. So etwa? Besser. Ich hätte es auch zerstören können. Verteidigungssystem aktiviert. Jetzt tickt die Uhr wirklich. Ihr Verteidigungssystem stört die Biosphäre. Ich glaube, wir wecken die Käfer auf. Ach wirklich? Ich halte sie auf. Machen Sie weiter. Ach wirklich, du glaubst, wir wecken die Käfer auf? Eieiei, das hätte ich jetzt allerdings nicht gedacht. Ja, ist ja gut, Mensch. Ja. Mach ruhig hier. Ich bin schon am Start. Aber. Die Käfer sehen nicht gerade glücklich aus. Ja, wie gesagt, warum sollen die auch glücklich aussehen, ne? Sehr schön. So, war's das? Hilfe! Was denn? Was denn? Achso, okay. Da. Ach. Oh, sehr schön. Na, kommt doch. Uah. Das war's. Nur noch ein Terminal. Okay. Muss ich das jetzt auch noch freilegen oder war's das schon? Was ist das? Ah, hallo. Bewegt er sich jetzt oder was macht er? Ah, okay. Er bewegt. Hierher! Danke. Los geht's. Wir haben 4 Minuten. Dann explodiert das System. Ja, geil. 4 Minuten. Wow. Ich bin begeistert. Hätte ich auch mehr verbringen können. Was Sachen erwarten können, außer das hier jetzt. Wir haben wohl beide Glück. Das glaube ich auch. Ja. Ja. Na. So, ich habe keine Power mehr. Ah, ich muss mich aufladen. Aber wieso zeigt mir das hier noch? Nur noch 3 Minuten, bevor das System explodiert. Ich brauche Hilfe mit den Käfern. Ja. Wieso zeigt mir das dort verteidigen an, wenn das gar nicht mehr dort sein muss? Da muss ich backen, nee, oder? Thank you.
So, ouch. Oh, das erste Verteidigen geht immer easy, beim zweiten Mal wird es dann brenzlig oder was? So. Wir haben nur noch 2 Minuten, bis das System explodiert. Ja, und dann mache hinne. Das war's. Wir sind sicher. Gut. Erreichen. Ja, das mache ich mit links. So, geschafft. Was auch hinter den Türen ist, die Käfer mögen es nicht. Da ist kein Schloss an dem Ding. Wie soll ich da bloß reinkommen? Mit dem Schlüssel. Bunker, der sich nur mit der Macht öffnen lässt. Sagen Sie es mir. Der Mann, der den Jedi-Orden vernichtet hat, war insgeheim einer von Ihnen? Ich meine, Sie haben sich als Junge auf Coruscant vor den falschen Dingen gefürchtet. Hier ist nichts Gefährliches drin. Der Imperator beschützt. Schrott. Alles wertlos. Nein, nicht alles. Was ist das? Ich möchte diesen Kompass behalten, wenn ich darf. Ich muss diesen Ort zerstören. Warum sollte ich Ihnen das erlauben? Weil ich gefragt habe. Ich hindere Sie nicht an Ihrer Mission. Aber hat das Imperium nicht schon genug Unschuldigen geschadet? Gut, dass wir uns getroffen haben, Dell. Und was passiert jetzt? Wir beide gehen getrennte Wege und tun so, als wäre das alles nie passiert? Das können Sie nicht, Dell. Es tobt noch ein Konflikt in Ihnen. Natürlich tobt da ein Konflikt. Ich bin nicht blind. Ich weiß, wozu das Imperium fähig ist, aber was bleibt mir sonst? Eine Wahl. Die Rebellion? Nein. Die Wahl, besser zu sein. Möge die Macht mit Ihnen sein. Wir müssen eine Verbündete von meiner Heimatwelt Vardos zum Admiral bringen. Das Ziel ist Protektorat Glenn. Das ist eine Beamtin, die früher Agent Hask und mich betreut hat. Ich weiß nicht, was das mit der Operation zu tun hat, aber ich muss dem Admiral trauen. Ich bringe sie nach Vardos. Dauntless. Die haben wir gerettet auf Fondor. Was macht sie hier? Sie liefert Fracht aus. Sie hatte die Satelliten an Bord. Moff Wraith sagt, die Satelliten wären für Operation Asche. Verrät uns aber das Ziel nicht. Der Admiral auch nicht. Jetzt weiß ich warum. Satelliten sind justiert, Sir. Exzellent. Ich habe Sie nicht gerufen, Commander Versio. Vardos ist unser Ziel. Eins davon, ja. Aber der ganze Planet und sein Volk, sie sind dem Imperium treu. Der Imperator befiehlt es. Wir vernichten diesen Planeten und andere Folgen. Furcht wird sich verbreiten und die Galaxis wird sich erinnern, wer die Kontrolle hat. Es ist unsere Heimat. Das Imperium ist unsere Heimat! Und wir tun, was der Imperator befiehlt.
Ich nehme keine Befehle von Toten an. Du nimmst Befehle von mir an! Aktiviert die Satelliten sofort! Fliegen Sie nach Vardos, und zwar auf der Stelle. Holen Sie Protektorat Gleb. Sie ist Ihr einziges Ziel, verstanden? Das ist alles. Das ist alles. Kontaktieren Sie Agent Husk auf der Corvus. Ich muss mit ihm sprechen, und zwar unverzüglich. Protektorat Gleb im Archiv. Mir nach. Wissen Sie noch, wo es lang geht, Commander? Ich habe ein gutes Gedächtnis, Agent. Dieser Sturm ist unnatürlich. Ich habe sowas noch nie gesehen. Die Bewohner müssen Todesangst haben. Das ist erst der Anfang. Wenn die Leute sehen, was wir getan haben, wird diese Angst sich durch die Galaxis verbreiten. Aber warum evakuieren wir die Zivilisten nicht? Zivilisten sind entbehrlich. Unsere Leute gehen vor. Das sind unsere Leute. Diese Welt gehört zum Imperium. Wir sollten sie beschützen. Wir sollten sie beschützen, natürlich. Oh Mann. Ja, zu viel zum Thema letztes Projekt, ne? Asche oder so, war das doch? Oh Mann, das ist mies. Ein Planet, der zum Imperium gehört, und was sehen wir hier? Ja. Bitte, wir müssen hier weg. Ich habe Familie. Inwiefern ist das relevant? Ich bin nicht verantwortlich für Ihr Wohlbefinden. Meine Nachbarschaft ist überflutet. Naturereignisse gehen mich auch nichts an. Lasst uns doch wenigstens in Partie. Zivilisten dürfen nur bis zum Kontrollpunkt. Oh Mann, ich sehe schon kommen. Aufstand, alles brennt. Dieser Sturm ist zu viel. Was machen wir? Ich glaube, wir können nichts machen. Nicht bei diesem Wind. Wir müssen warten und können nur hoffen, dass das Imperium weiß, was es tut. Ah, lass uns durch, Junge. Alter. Also das sind jetzt die Satellitendinger, ne? Sind wir wirklich wegen einer Person hier? Zivilisten könnten sterben. Außerdem gefährden wir auch unsere Truppler. Sie evakuieren nur auf Befehl. Ihre Furchtlosigkeit bei diesem Sturm zeigt wahre Disziplin. Aber Gleb verdient eine vorzeitige Evakuierung, oder was? Gleb leitet die Schule für künftige imperiale Anführer hier. Sie bildet loyale, fähige Truppler aus. Wie ein. Wie mich. Und jetzt fordert sie einen Gefallen ein. Das Volk.
alles für das große Ganze, Commander. Mir gefällt das alles nicht. Vardos war unsere Heimat, Hask. Das Imperium ist unsere Heimat. Mit Operation Asche beweisen wir, dass wir seiner Zukunft würdig sind. Sie klingen wie mein Vater. Das liegt daran, dass ich die Befehle des Admirals befolge. Vergessen Sie die Befehlskette nicht. Ja. Können wir jetzt schneller? Nee. Okay. Also wir können schneller laufen, das ist schon mal gut. Oder wenn die Dinger feuern, ne? Glaube ich zumindest, dass die noch nicht gefeuert haben, weil sonst wäre ja alles vom Eimer. Bitte fahren Sie fort. Jo, danke. Ziel erreicht. Bewegung bleiben. Jetzt gibt sie mir auch noch Befehle. Wunderbar. Wow, zurück! Ja, gehört zu mir. Die anderen bleiben hier. Sie sind unwichtig. Los! Commander. Sie haben ein Schiff in Landebucht 2. Dort sind Sie in Sicherheit. Gehen Sie los! Los! Wow, was soll das? Nein! Stopp! Das ist nicht unsere Mission. Runter. Schon okay, wir bringen sie weg. Los. Nein. Komm, warten Sie. Ich bin Ihr Commander. Waffe runter. Aiden, unsere Befehle sind klar. Wir sollen Protektorat Gleb hier rausholen. Allein. Die Zeiten ändern sich. Sehen Sie sich doch um. Erkennen Sie das Imperium eigentlich überhaupt noch wieder? Bitte tu das nicht. Das Imperium nicht. Muss Zivilisten vor sowas wie Operation Asche schützen. Das ist das neue Imperium. Wenn das das neue Imperium ist, dann will ich nichts davon wissen. Ich befolge die Befehle meines Commanders. Sind das deine Befehle? Sind sie das denn? In dem Fall ist das hier Verrat! Ja. Und ich habe meine. Die Waffe runter. Ungehorsam wird dein Untergang sein. Admiral Versio. Commander Versio. Und Agent Miko haben die Mission verraten. Habe verstanden. Bringen Sie mir Gleb. Das ist Ihre Mission. Ich werde mich um die Verräter kümmern. Na super. Auf der anderen Seite des Platzes ist ein Durchgang. So kommen wir raus. Ich bin bereit, Commander. Nicht schießen. Wenn Sie uns sehen, gibt's Ärger. Na toll, jetzt soll ich wohl... Wir sind zu ungeschützt. Wir brauchen mehr Deckung. E11, das vierseitige Standardblastergewehr des Imperiums, schau dir mit deine Fähigkeiten an. Was? Oh. Kann ich einen Takedown? Takedown? Takedown. Sie sehen uns nicht. Und das sollte auch so bleiben. Ja, es sollte so bleiben. Aber das wird, glaube ich, nicht so bleiben, weil ich spiele. Deswegen nichts mehr mit Sneaky. Scan den Bereich. Sturm wird langsam stärker. Wir müssen den Planeten verlassen. Verräter in unseren Reihen. Findet sie. Verdammt. Wir wenden uns also gegen das neue Imperium. Wenn man es so nennen kann. So. Du bist dran. Wir müssen zur Corvus und raus aus imperialem Herrschaftsgebiet. Sie haben Ihren Vater gehört. Vorher schießen Sie uns ab. Dann müssen wir die Flugabwehrkanonen ausschalten. Kestro-Verteidigungszentrum erreichen. Oh, das sieht übel aus. Ganz ruhig, Miko. Zivilisten auf der Corvus verlassen sich auf uns. Wir haben keinen imperialen Funk. Die Corvus wird nicht mal wissen, dass wir kommen. Uns fällt schon was ein. Kann ich bei denen klicken? Okay.
Suche nach Gegnern. Kann ich Takedown? Takedown? Jawohl. Zack, ins Gesicht, mein Guter. Scheiße, scheiße. Ah, verdammt. Ja, wie gesagt, wir werden nicht lange unentdeckt bleiben. Droide, deaktivier sie. Nieder mit dem neuen Imperium. Ich habe das gehasst, ich wollte das nicht tun. Wir sind zum Tode verurteilt. Wenn wir nicht aufpassen, sind wir dran. Ja, Commander. Ja, so sieht's aus. Wir sind jetzt die Gejagten. Aber wenn wir so viel fürs Imperium getan haben. Aber naja, das ist es halt, ne? Wir können die Flugabwehrsysteme vor uns abschalten. Okay, ich folge. Okay, was macht denn eigentlich R1? Impuls Oh Gott, warte. Impulsgewehr, kann ich? Was? Hä? Ach so, das Impuls. Ja, okay. Alles gut, fuck. Oh, verdammt. Frontkämpfererneuerung. Eine verbesserte Version von Frontkämpfer, die Aufladung deiner Fähigkeiten abschließt, wenn du einen Gegner besiegst. Leibwächter verringert den Schaden durch Explosionen und Toxine. Hartnäckig. Deine Gesundheitsregeneration beginnt früher als normal. Okay, kann ich das jetzt hartnäckig? Gesundheit? Ja. Leibwächter? Ja. Blendgranate, nein. Dafür würde ich gerne, auch wenn es ziemlich blöd. Oder was haben wir hier? Frontkämpfer Erneuerung. Enorm durchschlagkräftige Gewehr mit dem Random. Okay. Ach nee, das haben wir ja gerade. Nee, hä? Eine enorme. Achso, okay, gut. Dann machen wir das so. Ja. Und ja, weiter geht's. Wir können die Flugabwehrsysteme vor uns abschalten. Okay, ich folge. Scan die Umgebung. So. Auf. Alter. Ich will jetzt erstmal Toll, ich wollte es testen, aber wie man gesehen hat, hat es nicht wirklich funktioniert. Das ist natürlich auch wieder eine feine Sache. Okay, auf ein neues. Wir können die Flugabwehrsysteme vor uns abschalten. Okay, ich folge. Ah, verdammt. Kann ich von hier aus werfen? Okay, das geht. Hä? Ach, verdammt. Hektik. Okay, müssen wir halt ganz anders angehen. Wir können die Flugabwehrsysteme vor uns abschalten. Okay, ich folge. Lauf zurück, zurück! Mann. Wir können die Flugabwehrsysteme vor uns abschalten. Okay, ich folge. Ach Mann, ich kann gar nichts mehr. Ach, dann trifft er nicht mal.
Sehr gut. So. Switchen. Achso, wir können gar nicht gucken, wie viel wir jetzt gerade an Gegnern noch haben. Scan nach Bedrohungen. Zum Glück sind hier keine mehr. Alles klar. Was ist das? Oh, nettes Fahndungsfoto. Oder nettes Fahndungshologramm. Schießen auf etwas. Fliehende Schiffe. Andere wollen sich auch in Sicherheit bringen. Ah, hier. Wen haben wir denn hier? Der gute Palpatine. Der gute Darth Sidious. Hacken. Hier entlang. Ganz ruhig, dann bemerken sie uns nicht. Ja, ja. Verstanden. Oh. Auf mein Zeichen. Deaktivieren. Jetzt. Ach, verdammt. Headshot ist nicht so meins. Vor allem, wenn die sich bewegen. Scan die Umgebung. Stormtrooper in Action. Oh. Wow, das ist schon nice. Aber und einmal öffnen. Drücke, um den Werfer auszurüsten, ja. Einmal hacken, bitte. Einmal hacken, bitte, bitte. Sehr gut, so. Ui, was ist denn? Okay, das sieht nice aus. Das können wir ja mal benutzen. Hier haben wir alles soweit. Ja, doch, das passt. Das kann man mal machen. Okay, scheint eine Art Maschinengewehr zu sein, nehme ich mal an. So groß wie das Ding aussieht. Scannen. Kann ich die von... Nee, lieber nicht, ne? Lieber nicht. So, was ist das? Ist das eine Überwachungskamera oder was ist das? Ah. Eine Menge Truppler hier oben. Kampfläufer bringen Truppler in dieses Gebiet. Deckung halten. Wir stehlen jetzt einen AT-AT. Was? Okay. Das war dieses große Ding, ne? Ja. Takedown! Bam! Jawohl, mach ich fertig. Und ganz ruhig. Dass wir aber unseren Helm nicht mehr aufhaben. Gut, ob das jetzt was bringt, wenn wir den Helm auf hätten. Wie viel sind's? Gefahrenanalyse. Okay, let's go. Deaktivieren. Deaktivieren. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Jawohl. Action, Party Time. Okay, Alarmnotstand. Oh, da sind sie doch. Oh, verdammt. Okay, erstmal schnell nachladen. Switchen. Weil. Weg damit. Sehr schön. Scan die Gegend. Ah ja. Ach, verdammt. Ach Mist. Ach so, hier können wir auch gucken. Jetzt müssen wir alles nochmal machen, ne? Eine Menge Truppler hier oben. Kampfläufer bringen Truppler in dieses Gebiet. Deckung halten. Wir stehlen jetzt einen AT-AT. Okay.
So, kurz ausschalten. Wunderbar. Verdammt. Nein! Scheiß Detonator. Das bringt doch eh nichts. Aber wie schön da jetzt an dem abgeprallt ist. Also, wow, ich bin begeistert. Alter. Manometer. Suche nach Gegnern. Ah, jetzt kommen sie alle ange. Gebiet schocken. Gute Arbeit. Sehr gute Arbeit. Zwei weniger. Von? Ich weiß nicht wie. Wow! Hallo. Jawohl. Weggesnackt. So, das müsste reichen jetzt, ne? Mal gucken. Nein, es sind doch noch. Jawohl. Jawohl. Okay, ja, komm. Hallo? Schock. Schock ins Gesicht. Jawohl. Okay, ich warte lieber. Na, wobei, weißt du. Bloß der eine? Echt jetzt? Ah. Ups. Sorry. Okay. Da müssen wir hin. Wow. Können wir mit so einer riesen Maschine jetzt... Da ist der Kampfläufer. Die Kanonen sind stark genug, um die Flugabwehr fertig zu machen. Genau. Und wenn wir die Zielschüssel zerstören, deaktivieren wir die Flugabwehr im Sektor. Hä, was? Wo? Wie? Ah! Alter, das war jetzt aber uncool. Ich habe in die falsche Richtung geguckt. Nein. Das ist doch nicht gut. Okay, weiterer Versuch. Alles nochmal? Alles nochmal. Ich muss sagen, ja. Ich find's nicht wirklich gut, aber ey. Oh wow. Habe ich den jetzt geröstet? Also so richtig, ne? Na komm doch. Ein Scheiß. Ja, ich weiß, man muss natürlich auch treffen können. Ne? Ich weiß schon, alles gut. Scan nach Bedrohungen. Ah ja, okay. Na, wo laufen die denn hin? Hallo, nicht weglaufen. Wo ist der Sniper? Das war der Sniper. Haha. So. Gute Arbeit, mein Freund. Eins, zwei. Kann ich den von hier aus?
Ach schau. Doch. Okay, cool. Einfach mal von der Seite aus weggesneakt. Ja, komm, komm, komm. Und tschüss. Yay. So muss das. Oh, hi. Verdammt, verdammt, da. Panik. Ah, verdammt. Ich wollte warten, bis ich aufladen kann. Ah, Mann, Mann, Mann. So, mal kurz hacken nochmal vorsichtshalber. Eine Menge Truppler hier oben. Kampfläufer bringen Truppler in dieses Gebiet. Deckung halten. Wir stehlen jetzt einen AT-AT. Hat's funktioniert? Oh. Ich glaube nicht, ne? Vielleicht doch? Ich glaube eher nicht. Scan die Gegend. Ja, ja, ja. Jawohl. Guck, seht ihr mich denn nicht? Hm, okay. Ah, da ist er doch. Toll. Weg ist er, der Schütze. Der beste Fehler überhaupt, sich da hinzustellen. Okay. Kontakt bestätigt. Und RIP. Ja, Deckung. Scheiße. Bleib wieder RIP. Hat. Schnell laden. Lade, lade, lade. Okay, sehr gut. Ah, da ist er doch. Oh, damn it. Der ist aber jetzt explodiert. Nice. Oh, er hat ein verkacktes Geschütz gebaut. Ist so ein Witz. Mann, dieser blöde Typ, ey. Jawohl. So, weg damit. Autsch. Fuck. Hey. Alter. Kommt der jetzt her? Ja, 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 ja. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So. Da ist der Kampfläufer. Die Kanonen sind stark genug, um die Flugabwehr fertig zu machen. Genau. Und wenn wir die Zielschüssel zerstören, deaktivieren wir die Flugabwehr im Sektor. Ach, die sind einfach jetzt erst gespawnt. Ja, dann ist ja kein Wunder, dass die von uns nicht so wirklich gut sehen. Ah, shit, shit, shit. Ich muss kurz safe gehen. Wow. Ah, falsche Waffe. War da hier? Elektroschock, mach schon. Oh, perfekt. Alle drei ausgenockt. Noch jemand? Nein? Keiner mehr? Kann ich mich kurz hier umgucken? Ach, ich hätte auch hier lang gehen können. Hm, toll, gut zu wissen. Naja gut, wollen wir uns mal dieses nette Gerät hier einverleiben. Kommander, Ihre Zivilisten sind jetzt hier beim Schiff. Gut, die Corvus abriegeln.
Hast wird Truppen schicken, um die Korvette einzunehmen. Ja, Commander. Ich bin dabei. Was Sie auch sagen. Vorsicht im Sturm. Kampfläufer! Ich sehe die Flugabwehrkanonen. Ich erledige sie. Wo? Da. Und weg damit. Jawohl, perfekt. So. Du kannst auch sterben. Ich kann wirklich nicht fassen, wie weit es der Admiral treibt. Er befolgt seine Befehle. Seine Befehle sind Müll. Unsere auch. Wir müssen die Zivilisten von Vardos wegbringen. Und was dann? Erstmal verlassen wir das imperiale Gebiet, dann überlegen wir uns einen Plan. Mhm. Erstmal alle Waffensysteme hier zerstören. Flugabwehr-Dingo. Geht das? Ja, aber das hat geklappt. Aber weg damit. Na? Ja gut. Also das ist auf jeden Fall besser als dieses blöde Flugding. In der letzten Folge. So. Na? Aber was? Jetzt hab ich das erst anvisiert? Oh shit. Und weg damit. Sehr gut. AT-ST. Wunderbar. Haben wir nicht schon die Flugabwehr komplett zerstört? Brauchst du das nicht schon? Sehr gut. Ausschalten. Ich bringe uns zur Corvus. Mach das. Und tschüss. Jawoll, ja. Geschafft! Waffen in diesem Sektor sind deaktiviert. Los zur Corvus. Wir verlassen Vardos. Ich bringe uns möglichst nah hin. Oh, verdammt. Okay, das wird jetzt doch noch ein Hindernis werden, wenn ich das sehe. Eine Barrikade blockiert unseren Weg. Komm schon. AT-AT, von links. Ja, ich weiß. Wir haben es fast geschafft. Oh Gott, ich ahne Schlimmes. Verdammt. Sehr gut. Oh nein, was? Nein. Ach, ich wusste. Ach, Mann. Shit. Naja, wenn es gleich beim ersten Mal gut läuft, dann kann irgendwas nicht stimmen. Geschafft! Waffen in diesem Sektor sind deaktiviert. Los zur Corvus! Wir verlassen Vardos. Ich bringe uns möglichst nah hin. Ich finde es halt schade, dass es nicht. Noch ein Teiljäger. Dass es nicht jetzt schon zerstören kann, diese Barriere. Eine Barrikade blockiert unseren Weg. Doch, hab ich zerstört? Wir haben es fast geschafft. Hau ab. Mist, ich kann nicht treffen. Nein, ich will mich treffen. AT-AT, von links. Aber ich darf den auch angreifen. Na gut, ich darf ihn angreifen. Ich muss ihn angreifen. Wir können sonst nirgends hin. Ja, ich mach schon. Verdammt. Flieg in die Luft. Geh kaputt. Ja, so ist gut. So ist gut. Gut gemacht, Junge. Sehr schön. Gute Arbeit, Commander. Ja, ich weiß. Werden trotzdem noch beschossen. Von dem hier? So tot? Sehr schön. Ich kann leider nicht. Oh shit. Ich kann leider nicht von der Seite schießen, ne? Ich kann wirklich nur. Nein. Heiden über uns!
Na toll. Und jetzt müssen wir uns einen Weg freischießen. Oh. Corvus, Rampe runter und alle an Bord holen. Ja, Kommander. Aber der Blitz schließt unsere Systeme kurz. Es könnte etwas dauern. Das ist nicht gut. Alter, ich bin tot. Ja. Ich wollte gerade sagen... Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Corvus, Rampe runter und alle an Bord holen. Ja, Kommander, aber der Blitz schließt unsere Systeme kurz. Es könnte etwas dauern. Ich kann, wie gesagt, schießen ist bei mir gleich null, ne? Scan nach Bedrohungen. Keine Bedrohungen? Ist das jetzt ein Witz oder spawnen die erst wieder? Also wenn ich mir die Entfernung so angucke, spawnen die erst wieder. Ich riskiere es jetzt einfach mal just for fun. Kann ich den abknallen? Okay, der ist Freund von uns. Okay. Was ist hier? Stellung halten! Ja, Kommander! Verteidigen. Oh Mann. Darf ich irgendwo in Deckung gehen? Hoppla, aufhalten. Wo? Da. Offizier voraus. In Deckung bleiben. Ja, ist ja gut. Vor allem, da steht er einfach mal so ganz gechillt da. Scan. Noch eine Einheit im Anmarsch. Ich sehe sie. Kommst du her? Aber, Alter, jetzt stehen wir nicht im Weg rum, ne? Nur, dass es hier keinen Eigenschaden gibt. Deaktiviert. Sie werden alles tun, um uns am Boden zu halten. Was? Wie jetzt? Ich bin tot? Wieso? Ich hab doch gar nicht... Ist das einer von uns oder was macht er da? Oh, hi. Ja, toll. Ja, aua. Oh, fuck. Scheiß. Ah. Best of Moments. Granate. Zumindest für mich jetzt. Ach man, immer verdrücke ich mich. Hoppla, aufhalten! Boah, ich feiere das so, dass ich nicht einen einzigen Treffer lande. Scan läuft. Noch eine Einheit im Anmarsch. Das ist jetzt ein Witz, oder? Ich muss jetzt wirklich diesen den Typen zerstören? Echt jetzt? Ist das jetzt wirklich dein Ernst? Oder verdrückt? Wir werden alles tun, um uns am Boden zu halten. Ah, shit. Was soll ich denn? Ist er tot? Oh wow, wir haben es geschafft. Cool. Suche nach Gegnern. Nein! Haltet den Scoutläufer auf! Die Sorge für Ablenkung! Ziel! Rampe uns! Sie können an Bord, Kommander!
Los, beeilt euch! Oh shit. Agent Haask berichtet. Mission erfolgreich, Sir. Meinen Glückwunsch, Commander Haask. Völlig allein. Ein Teil der Crew ist geblieben. Sie hat die Flüchtlinge vor den anderen beschützt. Wie geht's Ihnen? Geschockt. Und verwirrt. Aber in Sicherheit. Sie wollen wissen, wie es weitergeht. Wir müssen die Leute warnen. Wen? Die Rebellen? Die werfen uns ins Sunspot-Gefängnis, bevor wir auch nur ein Wort sagen können. Darum sollten Sie einfach die Corvus nehmen und abhauen. Ich nehme einen Tai-Jäger, setze ein Notsignal ab und warte, bis die Rebellen mich finden. Glauben Sie wirklich, ich lasse Sie hier alleine herumtreiben? Wir sind der Inferno-Trupp. Sie und ich. Eigen Versio von der imperialen Korvette Corvus. Ich sende ein Notsignal für die Rebellenallianz. Wir ergeben uns. Kontaktiert sofort den General. Du hältst es für eine Falle und bringst sie trotzdem an Bord? Du willst immer, dass ich Risiken eingehe. Was Unverantwortlicheres konnte ich nicht tun. Sehr gut. Hallo, ich bin General Lando Calrissian. Und Sie müssen diese Überläufer sein, von dem ich gehört habe. General, wir haben Ihren Leuten schon alles gesagt, was wir wissen. Gehen wir ein Stück. Okay. Was war das? Eine schlechte Idee. Erzählen Sie mal. Schrift glaubt, Sie sind imperiale Spione. Und was glauben Sie? Dass Sie Angst haben. Um Ihr Leben rennen. Ja, das könnte man so sagen, Mr. Calrissian. Der gute Lando. Sie haben uns gute Infos zur Operation Asche gegeben. Ich habe dafür 2 Sternenjäger. Nur für Sie. Was? Sie lassen uns gehen? Ganz richtig. Fangen Sie einfach von vorne. Wo Sie uns überwachen. Dafür sind wir zu beschäftigt. Ah ja, wer's glaubt. Wir wissen, dass Operation Asche nach Naboo unterwegs ist. Sie müssen sich stoppen. Wir kriegen das schon hin. Nein, das Imperium verändert sich und mit ihm seine Taktiken. Wenn das stimmt, warum kommen Sie nicht mit? Retten Sie Naboo. Wir wollen keine Rebellen werden. Das verlangt doch niemand. Das ist ein einmaliges Angebot. Sie können jetzt gehen oder Sie helfen uns. Sie vertrauen uns, an Ihrer Seite zu kämpfen? Was soll ich sagen?
Ich glaube fest an eine zweite Chance. Hm. Kommen Sie, ich zeige Ihnen Ihre Schiffe. Okay. Wir können nicht mal X-Flügler fliegen. Kein Problem für eine Spezialeinheit. Was ist die Alternative, Aiden? Also, ich brauche eine Entscheidung. Oh Gott. Lando, dein Timing ist erstklassig. Hier ist Prinzessin Leia Organa. Alle bei mir sammeln. Lando, schützen Sie die Prinzessin. Wir zerstören die Asche-Satelliten. Ich bin hinter Ihnen. Oh, das weiß ich. Aber wenn einer von Ihnen etwas versucht, schieße ich Sie persönlich ab. Glauben Sie, Sie könnten das? Man nennt mich nicht umsonst Danger 1. Ich sehe eine Wärmesignatur unter den Zentralsatelliten. Das muss der Thermalenergiekern sein. Dann konzentrieren wir dort unsere Feuerkraft. Okay, wow, okay, geil, geil, geil. Satellit zerstört. Okay, Satelliten zerstören. Ja, wow. Hey, Vorsicht! Ich seh's. Da ist ein Geschütz auf ein paar von den Satelliten. Ja, als ob hier kein Geschütz drauf wäre, also bitte. Zweiter Satellit erledigt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Hilfe! Abdrehen. Juhu! Danger 5, Ihr Satellit abgeschossen. Wir haben noch viel vor uns. Weiter! Ich kann nicht beschleunigen, oder? Ah doch, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, also. Je schneller die Satelliten zerstört sind, desto früher ist sie sicher. Verstanden, Prinzessin. Danger 5, Danger 6, vergessen Sie nicht, Sie schießen jetzt auf TIE-Jäger. Bestätige. Danke für die Erinnerung. Auf Ihre Position, Danger 1. Ja, wir sind dabei, Shrimp. Kann ich? Gut, zeig mir dem Imperium mal, mit wem es sich anlegt. Oh, verdammt. Oh, shit. Oh. Jawohl, mach weg das Ding. Oh, yeah. Sehr schöne Leistung. Ich dachte schon, wir explodieren jetzt. Ja? Guter Schuss, Commander. Hey, hey, in meiner Einheit ist sie kein Commander. Ja, ist ja gut. Nabu ist ein bisschen sicherer geworden. Yeah. Alles und nix. So, noch. Noch ein Satellit weniger. Wir haben es fast geschafft. Und dann verschwinden sie. Stimmt's? Stimmt. Sobald die Satelliten weg sind, beschießt unser Großkampfschiff den Zerstörer. Wir wissen, was zu tun ist. Alles klar. Am besten zerstören sie zuerst die Verteidigungssysteme. Verstanden. Das weiß ich doch, verdammt. Ach, shit. Okay, das war jetzt zu überheblich. Astromech-Reparatur. Reparaturen beginnen sofort und regenerieren eine geringe Menge Gesundheit. Ah, okay, cool. So, weiter geht's. Müssen wir jetzt nur noch die restlichen zerstören oder komplett alle? Sobald die Satelliten weg sind, beschießt unser Großkampfschiff den Zerstörer. Wir wissen, was zu tun ist. Okay, deswegen sehe ich gerade nicht. Von dem Zerstörer. Seine Kanonen beschlagen glatt ihre Schilde. Okay, Alter. Am besten zerstören Sie zuerst die Verteidigungssysteme. Verstanden. Es ist so hell. Yeah. Wuhu. Das waren Verteidigungssysteme. Jetzt habe ich sie schon kaputt gemacht. Noch einer. Und bitte, 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 bitte. Yeah. Nein. Wow. Okay, ich dachte schon nicht. Die äußeren Satelliten, ach bitte, einfach drauf schießen und gut ist. Sind noch Satelliten so übrig? Wir erledigen den Rest. Sie übernehmen den Sternenzerstörer. Oh, was? Verstärkung ist eingetroffen. Y-Flügelbomber. Sorgt für ihre Sicherheit. Oh nein. Konzentriert das Feuer auf das Schildsystem des Sternenzerstörers. Ja, alles klar. Hey, Sie geben mir keine Befehle. Alle Einheiten. Konzentriert das Feuer auf das Schildsystem des Sternenzerstörers. Haha. Wie witzig. Okay, na das kann ja jetzt lustig werden. Aber... Sind noch Satelliten übrig? Wir erledigen den Rest.
Sternenzerstörer. Verstärkung ist eingetroffen. Y-Flügelbomber, sorgt für ihre Sicherheit. Konzentriert das Feuer auf das Schildsystem des Sternenzerstörers. Hey, Sie geben mir keine Befehle. Alle Einheiten. Konzentriert das Feuer auf das Schildsystem des Sternenzerstörers. Eine Gruppe Teiljäger hat unsere Bomber im Visier. Fangt sie ab. Leist Unterstützung. Helft mir ihn. Komm, hau weg das Ding. Alter, hat er nicht getroffen? Mich verarschen? Ja, sehr gut. So, nächste. Oh, Hilfe. Ja, auf große Ziele schießen ist schon ein bisschen einfacher als auf so kleine Ziele, ne? Eine, noch drei? Waren das nicht nur noch einer? Zwei oder so? Oh Gott. Oh Gott. Und tschüss. Jawohl. Noch mehr. Es wäre ja auch ein Wunder gewesen, wenn es jetzt keine mehr gäbe, ne? Gut, dass ich mich nicht ganz allein um diese Haufen Schiffe da kümmern muss. Noch mehr Teiljäger! Helfen Sie mir! Bin schon da. Oh, wow. Wuhu, aha. Ja, und alles nochmal. Sind noch Satelliten übrig? Wir erledigen den Rest. Sie übernehmen den Sternenzerstörer. Verstärkung ist eingetroffen. Y-Flügelbomber, sorgt für Ihre Sicherheit. Konzentriert das Feuer auf das Schildsystem des Sternenzerstörers. Hey, Sie geben mir keine Befehle. Alle Einheiten. Konzentriert das Feuer auf das Schildsystem des Sternenzerstörers. Eine Gruppe Teiljäger hat unsere Bomber im Visier. Fangt sie ab! Leist Unterstützung! Helfen wir ihnen! Hilfe! Juhu! Nicht genau das, was ich machen sollte, aber... Okay, das ist nicht unser Ziel. Verdammt, wo ist er denn? Da. Sie zerstören unsere Y-Flügler. Wir müssen sie verteidigen. Ja, ich weiß. Weil das auch so einfach ist. So. Ah, oh, shit. Wo sind sie denn? Oh Gott. Verstärkung ist eingetroffen.
weil... Sehr gut, komm noch einen bitte. Sag mir jetzt das. Ich dachte, jetzt kommt nur noch einer, dann kommt da doch noch einer. Ist das jetzt der letzte? Yes. Was das? Nicht. Ach man. Ist ja endlos. Sehr schön, Alarm wird ausgelöst. Na, wo sind wir denn? Sehr gut. Wir haben natürlich keine Möglichkeit, irgendwie schneller zu werden. Ja, da. Wow. Verdammt, ich dachte, wir sind es nicht. Ah, okay. Reparatur läuft. Was ist das jetzt? Wie lange brauchen die denn, um mir was zu zerstören? Oh Gott, ja, klar. Als ob. Schilder ausgefallen. Gute Arbeit. Unsere Y-Flügler haben ihren Bombenangriff ab. Restoration, Sie können angreifen. Alle anderen fallen wieder zurück. Sehen wir nicht alle den brennenden Sternzerstörer? Das imperiale Protokoll sieht einen Sprung in Sicherheit vor. Diese Schiffe wollen nach Theed. Sie werden die Stadt attackieren. Alle so schnell wie möglich nach Theed. Wir haben vielleicht einen Weg, das alles hier zu stoppen. Theed, königlicher Palast. Auch cool. Oha. Oh, Prinzessin Leia Organa. Müssen reichen. Kennt sich hier jemand mit Maschinen aus? Ja, ich. Sie gehen mit mir. Theed hat ein Verteidigungssystem. Irgendwas, um das Imperium aufzuhalten. Aber der Sturm hat Energierelais in der Stadt beschädigt. Bis sie repariert sind, können wir gar nichts aktivieren. Wir teilen uns auf, reparieren die Relais und danach treffen wir uns am Palast. Klar. Ja, verstanden. Was aktivieren wir denn? Etwas, das das Imperium aufhält. Wie heißen Sie, Soldat? Delmico. Del. Imperiale Verstärkung sammelt sich in diesem Sektor. Wir können sie stoppen, aber sie müssen diese Relais reaktivieren. Ja, man. Ja, und bevor wir das machen, würde ich sagen, machen wir hier... Räumt den Bereich. Hier muss alles sicher... Erstmal wieder eine kleine... Jawohl, Prinzessin. Ja. Ja, wir machen ab hier erstmal wieder eine kleine Aufnahmepause. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen und ja, oder einen Kommentar. Und ja, bis dahin erstmal tschüss.